Gerade bei Dünger heißt es doch immer, viel hilft viel. Aber ich bin der Meinung, viel Dünger im Aquarium kann auch schaden. Und warum weniger mehr ist, das erfährst du in diesem Video. Tja, eine steile These, die ich da aufgestellt habe, oder? Aber ich denke, zumindest am Ende des Videos wirst du verstehen, warum ich diese These so in den Raum gestellt habe. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal sofort mit dem Einstieg quasi in die Aquaristik und wie man dort mit dem Dünger beginnt. Und ich mache jetzt keinen Hehl daraus, dass es bei mir wahrscheinlich genau ähnlich war. Es liegt jetzt etwas mehr zurück, aber die Leute, die jetzt gerade oder vor kurzer Zeit erst in die Aquaristik eingestiegen sind, werden mir sicherlich beipflichten können, dass man am Anfang überhaupt keine Ahnung von Dünger hat. Das heißt, man geht eigentlich durch den Zooladen, hat vielleicht noch irgendwie einen kompetenten Zoofachhändler oder zum Beispiel irgendwelche Videos geguckt und denkt sich, okay, komm, ich kaufe einfach mal diesen Dünger und diesen Dünger und gucke dann so auf die Rückseite der Verpackung drauf, stelle dann fest, okay, für diesen Dünger brauche ich zum Beispiel bei x Litern so und so viel Pumphübe oder so und so viel Kapseln, stecke die einfach in den Bodengrund rein, pack das in mein Wasser rein und fertig und habe damit einfach nichts mehr zu tun. Und genau da fangen nämlich dann aus meiner Sicht die Probleme an, weil man sich in der Regel auch nicht mehr mit der Düngung im Aquarium beschäftigt und dann irgendwann, ich sag mal vielleicht nach ein paar Wochen merkt, oh, jetzt kommen auf einmal die Algen und dann ist das Geschrei natürlich groß. Ja, was habe ich denn falsch gemacht? Und genau das ist nämlich der Punkt, dass wir uns am Anfang nicht wirklich mit der Düngung beschäftigen und dann vielleicht Fehler, die wir am Anfang hätten ausbügeln können, nachher einfach gar nicht mehr ausbügeln können und dann eine riesen Algenplage zum Beispiel im Aquarium haben können. Denn in vielen Köpfen ist immer noch, glaube ich, so ganz tief verankert, ja, viel hilft viel, auch gerade bei Düngern. Das heißt, meiner Pflanze kann es an nichts mangeln und dann muss sie ja quasi förmlich wachsen. Was gerade, ich glaube mal, in der Aquaristik oder wenn wir mit Wasserpflanzen zu tun haben, auch manchmal ein Trugschluss sein kann. Weil wenn wir zum Beispiel ganz normale Balkon- oder Topfpflanzen haben, kann das vielleicht noch stimmen, weil wir zum Beispiel an der Stelle kein Problem mit Algen haben. Aber gerade wenn wir natürlich unter Wasser sind, haben wir noch die bösen Algen, die wir halt auch noch irgendwie damit mitfüttern. Und dann ist es halt auch das Problem, dass halt irgendwann einfach ein zu großes Ungleichgewicht entsteht, weil man sich vielleicht nicht im Vorfeld richtig mit der Düngung beschäftigt hat. Die Frage ist aber natürlich jetzt, okay, was gibt es denn jetzt für konkrete Düngemethoden? Und die Düngemethode, die bei viel hilft viel wirklich angewendet wird, das ist die Estimative Index Methode. Das heißt, dass wir hier bei dieser Methode einfach sehr, sehr viele Nährstoffe, quasi das Maximale an Nährstoffen ins Aquarium einbringen und somit halt ein nahezu unlimitiertes Pflanzenwachstum erzeugen wollen. Das bedingt aber natürlich auch, dass es halt Nährstoffe gibt, die mehr und Nährstoffe, die weniger verbraucht werden. Und genau da ist das Problem, dass nämlich bei dieser Düngemethode ein Wasserwechsel, also auch ein wöchentlicher Wasserwechsel, ein großer Wasserwechsel, zwingend erforderlich ist, weil halt sonst auf der anderen Seite sich bestimmte Nährstoffe im Aquarium, die nicht verbraucht werden von deinen Pflanzen, anreichern können und somit halt ein krasses Ungleichgewicht entsteht, was halt zum Beispiel den Algenwuchs begünstigen kann. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch die ganz klassischen Düngemethoden. Das heißt, wir haben einfach zum Beispiel eine NPK- und Eisendüngung. Das heißt, wir bringen einfach so ein bisschen ja, Dünger ins Aquarium ein. Das folgt jetzt keinem richtigen Düngesystem, so wie Estimative Index. Aber trotzdem bringen wir natürlich Nährstoffe ins Aquarium ein. Und da richten sich natürlich viele von euch an die Herstellerangaben, was per se auch erstmal kein Problem ist. Aber natürlich können die Hersteller nicht wissen, was du jetzt konkret für ein Aquarium hast. Und es gibt auch bei vielen Herstellern auch nochmal Unterscheidungen. Hast du zum Beispiel CO2, hast du viel Licht, hast du wenig Licht, hast du zum Beispiel viel oder wenig Pflanzenmasse. Das sind ja alles Kriterien, die man auch natürlich auf sein Aquarium anwenden muss. Denn per se kann man natürlich sagen, ein 100-Liter-Aquarium kann sehr stark bepflanzt sein mit CO2 und krassem Licht, was vielleicht dann mehr Nährstoffe braucucht. Auf der anderen Seite auch total wie ein Iwagumi, halt nur mit Bodendeckern und wirklich überhaupt nicht stark bepflanzt sein. Und da können wir natürlich nicht die gleiche Menge an Dünger einbringen. An der Stelle habe ich mir jetzt gedacht, okay, genau da möchte ich nämlich einhaken. Denn ich denke, viele von euch werden einfach eine ganz klassische entweder Tages- oder Wochen-Stoßdüngung machen. Das heißt, in dem Falle möchte ich euch einfach mal so ein bisschen anregen, weil ich der Meinung bin, okay, gerade auch in dem, was ich jetzt quasi in den letzten Jahren in meinen Becken erlebt habe, ist es so, dass auch Aquarien auf einmal mit unglaublich viel weniger Dünger zurechtkommen und trotzdem noch ein tolles Pflanzenwachstum haben.
auch wenn es halt einfach nicht so viel gedüngt wird, wie zum Beispiel die Herstellerangaben dann auch wirklich schließen lassen. Das heißt, in dem Falle möchte ich damit mit diesem Video auch vor allem anregen, dass du einfach mal mit deiner Düngung ein bisschen spielst. Das heißt, eine minimale Düngung, so nenne ich das Konzept jetzt, das gibt es wahrscheinlich schon, aber um das jetzt nochmal hier in diesem Video einfach so ein bisschen nochmal greifbarer zu machen, das heißt, dass du vielleicht mit den Herstellerangaben anfängst oder zum Beispiel auch schon mit reduzierten Herstellerangaben und dann nach und nach immer weiter deine Düngung runterfährst bis zu dem Punkt, an dem du Mangelerscheinungen bei deinen Pflanzen finden kannst. Und an dem Punkt weißt du, okay, das ist die minimale Dosis, die ich zumindest an Dünger ins Aquarium einbringen muss. Wichtig dabei ist aber natürlich, dass der Dünger immer nur eine Komponente ist. Denn das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Dreieck. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Dünger, wir haben das CO2 und wir haben Licht. Das heißt, das gibt mehr oder weniger so ein Dreieck, was wir halt möglichst mit viel Fläche ausfüllen wollen. Und wenn natürlich ein Faktor im Minimum ist, könnt ihr euch dann natürlich überlegen, dass wenn ich jetzt eine super tolle Düngung habe, aber dafür halt zum Beispiel sehr wenig Licht und keine CO2-Versorgung, dann bringt mir die Düngung an der Stelle auch nichts. Und ich würde dann entweder nur für die Tonne quasi Dünger ins Aquarium reinkippen, damit ich ihn halt direkt wieder mit dem Wasserwechsel rauskatapultieren kann oder zum Beispiel dann halt auch Algen noch fördern kann. Das heißt, das A und O bei dieser Düngung, also wenn du deine Düngung reduzieren willst, um halt zum Beispiel auch einfach ja vielleicht dein Aquarium etwas pflegeleichter zu machen, denn das ist ja zum Beispiel auch mein Weg, den ich jetzt versuche, mehr in der Aquaristik zu gehen. Sonst war immer so, okay, komm rein, rein, rein und dann habe ich gutes Pflanzenwachstum und schneide halt lieber einmal wöchentlich alles zurück und mache meinen Wasserwechsel. In dem Falle habe ich aber gesagt, okay, nee, ich möchte lieber wieder was zurück, dass ich etwas weniger Wasserwechsel machen muss, weil es halt ansonsten einfach mit Algen in meinem Becken sonst zu sehr aus dem Ruder laufen würde. Das heißt, dass man hier wirklich sein Aquarium und vor allem die Pflanzen im Aquarium beobachtet und feststellt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel den Dünger so ein bisschen reduziere, dann passt das noch, aber wenn ich ihn nochmal reduziere, haben zum Beispiel schon meine Pflanzen weiße Triebspitzen oder sowas oder weiße gelbliche Blätter, was halt Mangelerscheinungen sind und kann dann halt wieder gezielt einen bestimmten Dünger oder zum Beispiel meinen Dünger wieder ein bisschen stärker dosieren, sodass halt einfach da meine Pflanzen quasi an diesem Punkt laufen, wo sie halt im Optimum wachsen oder gut wachsen, langsam gut wachsen, so oder so gesagt. Und auf der anderen Seite halt aber trotzdem einfach nicht zu viele Nährstoffe, das Aquarium, sagen wir mal, nicht überdüngt wird. Und genau das ist nämlich auch meine eigene Schlussfolgerung, die ich aus dem Ganzen jetzt gemacht habe, das ist nämlich, dass man den Herstellerangaben auf den Verpackungen erstmal per se nicht unbedingt trauen sollte. Die haben sich natürlich schon was dabei gedacht, das ist gar keine Frage, aber auf der anderen Seite kennen sie natürlich dein Aquarium auch nicht richtig zu Hause. Das heißt, die Herstellerangaben sollte man immer im Kontext seines eigenen Aquariums sehen und natürlich jedes Aquarium verbraucht unterschiedlich viele Nährstoffe und braucht dementsprechend unterschiedlich viel Dünger. Das heißt, in dem Falle kann das eine Richtlinie sein, aber die kann man auch etwas konservativer auslegen und halt vielleicht erstmal damit versuchen, ein gesundes, stabiles Aquarium herzuzaubern, ohne dass ich jetzt immer wieder Dünger reinpressen muss und quasi perfektes Pflanzenwachstum haben möchte. Und an dieser Stelle ist es aber natürlich auch wichtig, hin und wieder einfach mal seine Nährstoffe durchzutesten, sodass man halt hier ausschließen kann, dass es zum Beispiel irgendeinen Nährstoff gibt, der im Minimum vorliegt. Wenn du jetzt aber natürlich sagst, hey, ich schreibe mir das immer alles auf ein Blatt auf, dann habe ich noch was für dich, denn meine App AquaHelper kann dir dabei gute Dienste leisten, denn dort kannst du halt dein Aquarium, deine Wasserwerte, deine Filter oder deine Technik, deinen ganzen Besatz mit eintragen und das dann auch in Zukunft von einer KI analysieren lassen, um so halt das Optimalste für dein Aquarium rauszuholen. Wenn du jetzt die Android-Version dir runterladen möchtest und da Interesse dran hast, guck gerne mal in der Videobeschreibung, da findest du den Link. Fazit ist eigentlich des Ganzen, okay, eine minimale Düngung macht aus meiner Sicht Sinn, denn viel hilft nicht immer viel, gerade zumindest bei dem Thema Düngung. Das Ganze muss eine ausgewogene Balance quasi zwischen verschiedenen Faktoren sein und generell würde ich jetzt behaupten, eine minimalere Düngung hilft dir, weniger Arbeit, weniger Algen und ein schöneres Aquarium zu haben. Und wenn dich das jetzt interessiert oder du Fragen noch dazu hast, dann schreib das gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, was ihr so in der Diskussion auch vielleicht für Punkte, die ich jetzt nicht beachtet habe, mit aufbringen würde. Und dann würde ich sagen, schau hier gerne in diesem Video noch vorbei. Ist auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Und dann würde ich sagen, soll es das von diesem Video gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.